Manchmal könnte man schon verzweifeln über die grassierende Verlogenheit und die Ungerechtigkeit der herrschenden Verhältnisse. Am Anfang der Pandemie wurde plötzlich sehr viel von Solidarität geredet. Und selbst Politiker wie Söder, Merz und Co. haben ihre Bedeutung in Krisenzeiten beschworen. Zum Beispiel die Solidarität mit den Pflegerinnen oder den Tram-, Bus- und U-Bahn-Fahrerinnen und zahlreichen anderen lebensnotwendigen Berufen, die unsere nötige Infrastruktur aufrechterhalten. Aber folgten diesen Appellen zur Solidarität und mehr sozialer Gerechtigkeit Taten? Warum waren sie überhaupt, ernst gemeint? Hat sich etwas grundsätzlich geändert? Leider nein. Denen, die jetzt streiken müssen, weil sich nichts für sie zum Besseren gewendet hat, bläst wieder die altbekannte soziale Kälte und zynische Verachtung ins Gesicht. Haben die verantwortlichen Politikerinnen innegehalten, Fehler eingeräumt und angefangen, darüber offen zu sprechen, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir alle so nicht weitermachen können und dürfen, weil das Klima und die Umwelt zerstört wird, weil die deutschen Rüstungskonzerne mit Duldung der Bundesregierung weiter Waffen an Despoten wie Erdogan liefern, weil die sozialen Verhältnisse in unserer Gesellschaft immer ungerechter werden, weil die einen in dieser weltweiten Pandemie Wohnung und Arbeit verlieren und die anderen trotz der Pandemie zum Beispiel weiter unverschämte Mieten verlangen dürfen oder die Löhne weiter drücken. Längst kämpft die freie und unabhängige Kunst- und Kulturszene ums nackte Überleben. Und warum? Weil der Aufruf vieler Politikerinnen zur Solidarität leider nicht ernst gemeint war und vor allem nicht für alle gilt. Und weil es vielen Politikern einfach nicht in den Kopf will, dass Kultur systemrelevant ist. Und dazu möchte ich gerne den wunderbaren Georg Kreisler zitieren. Wer Kunst versäumt, verschenkt nicht nur einen wichtigen Teil seines Lebens, sondern leistet auch Vorschub für eine Veränderung der Gesellschaft, die meistens mit Blutvergießen verbunden ist. Der Mensch braucht Kunst. Das hat sich immer wieder erwiesen. Nicht zur Unterhaltung. Da kann er auch zum Pferderennen gehen. Sondern weil sie ein Teil seiner selbst ist. Und wenn er sie nicht kriegt, versucht er sie irgendwie zu ersetzen. Oft durch Gewalt.